Hi, bereitest du dich vielleicht für eine Prüfung vor? Dann, du solltest sich gut ausdrücken können, besonders für den schriftlichen Teil der Prüfung. Natürlich auch für den mündlichen Teil, aber schriftlich, du solltest viele Synonyme verwenden. Also, bleib dabei und ich zeige dir, wie kann man sagen, anders sagen. Also, welche Synonyme kann man für das Verb sagen verwenden? Fangen wir. Ich werde dir auch natürlich ein paar kleine Unterschiede dazwischen erklären, weil Synonyme sind die Wörter, die normalerweise das gleiche Bedeutung haben, aber schon eine kleine Unterschiede dazu bringen. Zum Beispiel, wie kann man noch sagen sagen? Sprechen. Sprechen kann man auch sagen, das unterscheidet sich ein bisschen von der Sagen, das ein bisschen länger ist. Zweites Wort ist diskutieren. Also diskutieren normalerweise bedeutet mit mehreren Personen über ein Thema sprechen. Natürlich kann man auch mit sich selbst diskutieren, aber normalerweise das bedeutet mit anderen ihre Meinungen umtauschen. Drei ist reden. Dieses Verb ist umgangssprachlich und deswegen solltest du es vermeiden in einer Prüfung, besonders in dem schriftlichen Teil. Vier, mitteilen. Das bedeutet, sich jemandem im Gespräch anvertrauen. Das bedeutet, du haltest kein Gespräch, sondern nur mit jemandem, mit deiner besten Freundin oder Freund etwas mitteilst, etwas für dich wichtig. Fünf, kommunizieren. Das bedeutet miteinander sprechen. Also in der Definition von der Kommunikation sagt man, dass Kommunikation besteht aus mindestens zwei Personen, die miteinander sprechen. Mindestens zwei oder mehrere natürlich. Also kommunizieren, also reden oder sprechen kannst du mit sich selbst auch, aber kommunizieren musst du mit einer anderen Person. Sechs, ausdrücken. Das bedeutet sich äußern. Also deine Meinung ein bisschen anders formulieren oder überhaupt formulieren kann. Sieben, erzählen. Das kann man auch sagen, mitteilen oder sagen. Du siehst es für jedes Wort, man kann ein anderes Synonym verwenden, um dieses Wort zu erklären. Acht, sich unterhalten. Kann man sagen, miteinander kommunizieren. Neun, verbalisieren. Bedeutet in Worte fassen oder mit Worten zum Ausdruck bringen. Also wieder sich ausdrücken. Und 10. Formulieren. Bedeutet in sprachliche Form bringen. Hoffentlich fehlen dir keine weiteren Synonyme für das Wort sagen. Und bitte dann Like und Abo-Button anklicken. Und bis zum nächsten Mal.